Was ich an Michaelas Arbeit interessant finde, ist A, dass es eben immer oder sehr häufig eben so eine historische Dimension gibt, die sich aber immer auch mit so etwas Utopischem verbindet, also wo es um Utopien geht, aber auch um das Scheitern natürlich, insbesondere bei der Arbeit Speicher. Und was ich eben ganz besonders bei Michaela finde, ist quasi diese Verbindung von Musikerin und bildender Künstlerin, also dass sie sowohl eben diese visuellen als eben auch die formal eben diese visuellen als eben auch diese akustische Ebene beherrscht. Das vermag ich jetzt nicht so zu sagen. Ich glaube, dass es da schon sehr starke Berührungspunkte gibt. Also ich muss jetzt immer wieder Speicher zitieren, aber da gibt es ja dann mehrere Tonebenen. Also die visuelle Ebene ist eigentlich relativ gleichförmig. Das ist eine Kamerafahrt, die sich eigentlich durchgängig über so ein Blatt bewegt mit so genähten Linien. Also das wird so abgefahren. Und auf der Tonebene gibt es eben eine eigene Komposition von Michaela, die eben sozusagen dieses Abstrakte aufnimmt. Und dann gibt es konkret aber eben Texte über das Reisen vom, ja, quasi von der Romantik bis heute. Und da verknüpfen sich so ganz eigen, ergeben sich so ganz eigenartige Berührungspunkte, also A, in der Verknüpfung der Tonebenen und dann aber eben auch mit dieser visuellen Ebene. Und zum Teil hat das dann so einen ganz, ja, man muss sagen, so einen ganz faszinierenden, eindringlichen Reiz, wenn man sich dann darauf einlässt und diese Arbeit auch bis zum Ende, also fast 60 Minuten, anschaut. Also es gibt natürlich ganz klar weniger Frauen im Kunst- und Kulturbetrieb, was mit verschiedensten Faktoren zusammenhängt. Aber auch ich habe mehr Künstlerinnen in der Galerie. Das ist aber reiner Zufall. Also es ist wirklich Zufall und ich würde das Galerieprogramm jetzt auch nicht quotenmäßig oder so ausrichten. Das finde ich albern und da sind wir dann auch schon in einer anderen Zeit. Das mag in bestimmten anderen Bereichen in der Wirtschaft irgendwo anders sein, aber in diesem Bereich fände ich das irgendwie albern und da geht es eigentlich nur um die Qualität der Arbeiten. So.